Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaft Simulator 17. Wieder zusammen mit Daniel auf der On the Hills Map. Sorry. Hi. Dieses Mal gesteigerter Schwierigkeitsgrad. Erst sage ich Hallo und dann kommt noch der Name. Ja. Vor allem Daniels On the Hills Map. Kurze Verwirrung. Okay, ich sag jetzt mal Hallo. Genau. Aber einmal. Alles in einem Satz, alle wichtigen Informationen. Ja. Ja, ja, das Thema LS19 nicht fehlen nimmt kein Ende. Es war wirklich sehr viel, es waren sehr, sehr viele Vorträge, beziehungsweise Wortmeldungen seitens der Community. Es gibt jetzt noch zwei, drei, die wir erwähnen möchten. Und dann möchten wir euch aber weiterhin nicht mehr mit dem Thema, über dieses eine Thema da reden. Ja, wir können euch das ja immer noch mal in den Kommentaren wünschen, wenn wir damit weitermachen sollen. Gerade entgegen, David. Jo. Ah, ich fahre die letzte Bahn nach. Also. Ja, klar, ich fahre gleich auf Seite. Ein Thema, das noch von dem jungen Spieler gewünscht wurde, was ich aber auch definitiv nachvollziehen kann, war das Thema, es wurde sich gewünscht, dass im, dem er jetzt Gott sei Dank auch im Multiplayer einschalten kann, dass der, dass da nicht nur VWs oder Pickups oder was auch immer fahren, sondern dass auch einfach andere landwirtschaftliche Maschinen unterwegs sind. Also, sprich, wir haben beispielsweise einen Traktor dabei mit einem Grubber, der dann da einfach unterwegs ist. Oder es fährt jemand, gerade wenn die Saison ist, fährt einer mit dem Ballenwagen und hat Rundballen oder Quaderballen oder sowas geladen. Das fährt jemand mit einem Ladewagen vorbei. Also dass es ganz random dort weniger Maschinen gibt, die sich unter den normalen Straßenverkehr darunter mischen. Ja. Fand ich eigentlich einen schönen Vorschlag, solange es das Ganze natürlich nicht überhand nimmt. Ist das ja, definitiv. Solange nicht nur Schlepper wird. Rumfahren, ne? Mit anderen Worten. Und oder wie Martin so spaßhalber gesagt hat, solange nicht nur Big Man. Oder nur. Ja, aber an sich auf jeden Fall eine richtig coole Idee. Habe ich mir auch schon früher häufiger mal gedacht. Andere LS-Konkurrenten haben das auch schon mal eingebaut gehabt, wie zum Beispiel Farmexperte und Landwirt, meine ich. Aber da wäre halt noch am geilsten, wenn die dann auch wirklich Anhänger hätten, ne? Dann, weil ganz ohne irgendwas dran sieht man Schlepper ja doch eher selten auf der Straße. Definitiv. Ist auf jeden Fall aber generell eine coole Sache, der Vorschlag. Und mir ist gerade noch irgendwas eingefallen. Was hatten wir? Das hattest du gerade auch noch gesagt. Wir hatten so vieles. Es wurde gefragt noch von Modder oder von einem Modder, der jetzt im LS 15 einiges gemacht hat, aber im LS 17 zurzeit nichts mehr. Er möchte aber wieder im LS 19 mit Modding einsteigen. Er hatte gefragt beispielsweise, ob es wieder mit großen Sprüngen zu rechnen ist im LS 19, was das Modding angeht, beziehungsweise ob es da irgendwelche Hilfestellungen seitens es geben soll. Und da kann man beispielsweise schon dazu sagen, dass es von Giants gleich gesagt wurde, dass man daran arbeitet, dass gewisse Guidelines bzw. gewisse Hilfestellungen. Ich habe irgendwie ein bisschen Probleme hier gerade. Ah, jetzt und ich merke gerade, wir haben einen Fehler gemacht. Warte mal. Es kann sein, dass unsere Sojabohnenansaat nicht so gut war. Man muss ja dann doch mal auf die Zeit gucken. Also Weizen, Gerste, Raps, alles kein Problem. Kannst den ganzen Frühling anbauen. Sojabohnen erst bei 20 Grad zu früh. Im vierten Abschnitt oder so. Ja. Ei. Mal schauen, ob da was bei rauskommt. Ja, das schauen wir auf jeden Fall, ob da was bei rauskommt. Ah, da hinkommt die Sämaschine hin, okay. Ja, ich hab's jetzt einfach mal, dann ist im Endeffekt egal. Ja, ich bring die dann einfach auch dahin, dann mal ein bisschen Ordnung. Aber ich hab irgendwie dezente Probleme jetzt hier in der Aufnahme mit der Internetverbindung. Kannst du den mal bitte kurz fahren? Ich bin im Moment nicht in der Lage, Traktoren zu fahren. Ei. Dann. Tut mir leid, keine Ahnung, an was das jetzt liegt. Vielleicht hast du gerade irgendwie nur so eine kurze Schwankung. Hoffen wir. Ja, ich hoffe es zumindest. Also
bewegen, ohne dass es ruckelt, kann ich mich, aber ich konnte jetzt irgendwie nicht lenken. Keine Ahnung, an was das jetzt lag. Also hier ist der kleine MF mit einem Düngerstreuer und ich würde ganz gerne den Eicher nehmen. Den finde ich sau cool. Na, fahr du gerne mit dem Eicher. Weil der geht aber ganz schön in die Knie mit dem mit der Sämaschine. Mit dem Düngerstreuer. Ja, passiert. Ich habe hier auch ganz schön schwer beladen. Ja, das. Ah, du hast Saatgut vorne drin, oder? Jo. Kippe ich jetzt aber noch aus da hinten. Fange ich da an, wo wir angefangen haben. Ah, ich fange mit der 1 an, die du in der ersten Folge angesät hast. Oh ja, ich gehe auf jeden Fall vorne teilweise hoch. Es wird Zeit, dass wir den Düngerstreuer doch ein bisschen leer bekommen. Oder leerer. Ja. Was ist aus dem Stand gerade? Die Arbeitsbreite? Oh, nee. Ich habe auch keinen, muss gleich mal eben nachgucken. Ich muss wieso noch einen zweiten kaufen für mich. Oh, ja, lieber David, das hat nicht so ganz funktioniert. Ich stehe auf dem Feld, möchte einschalten und die Motorleistung reicht nicht aus für dieses Gerät. Ich würde sagen, du musst leider düngen und ich gehe den zweiten Düngerstreuer holen. Wir sind fertig mit Ansehen, oder? Ja, deswegen will ich den zweiten Düngerstreuer holen gehen, weil ich kann die Düngerstreuer nicht benutzen. Nee, ich muss mal gucken, ob der Eicher dann reicht. Ich weiß gar nicht, wie viel PS ich habe. Ich schau mal ganz kurz rein. Weil im Shop steht nicht, wie viel PS man dafür braucht. Ich wusste gar nicht, dass der überhaupt eine gewisse Anzahl hatte oder hat. Ist auf jeden Fall cool, dass es drin ist, ne? Aber. Also 47 PS reichen nicht aus. Und du hast 22 im Eicher. Oh, okay. So, da haben wir, denke ich, ein Problemchen. Dann, bleibt die Kiste wohl erstmal noch stehen. Genau. Ah, ich habe noch einen C-Tor. Ich einen anderen Traktor. Ah, ich glaube, ich will den da mal. Was hat denn der blaue C-Tor? 50 PS. Ist, glaube ich, Sollen wir riskieren? Ist hier irgendwas besonders an dem Düngerstreuer, dass ich den nicht abbekomme? Ich habe manuelles An- und Abkuppeln dran. Okay. Danke. Finde ich irgendwie geil. Ja, mir schön aufgefallen. Ich hoffe, dass meine 50 PS Kutsche hier reicht. Probier's mal eben aus. Ja klar, versuch's doch mal. Nur also 47 PS waren zu wenig. Also 50 müssen dann ja locker reichen. Also für einen Düngerstreuer, also wirklich. Kann ich dir den jetzt auch ankoppeln? Ich habe mit dem noch nie gespielt. Warte, ihr müsst eigentlich einfach Q drücken. Vielleicht muss er auch Y, obwohl, nee, eigentlich nur Q. Ich kann sogar mit. Warte. Ah ja, ja, ja. Zack. Warte, du brauchst aber noch die Zapfwelle. Zack. Auf jeden Fall, ja, du kannst. Ja, 50 PS scheinen wahrscheinlich das Limit zu sein. Ja. Mies. Dann schnapp ich mir den hier, der wird ja auch hoffentlich 50 PS haben. Hast du noch einen Düngerstreuer gekauft? Den kleinen oder was? Düngerstreuer steht da, aber ich sollte vielleicht auch eine Düngerpalette holen. Ich habe hier echt immer noch ein bisschen Probleme mit dem Fahren. Das tut mir leid. Keine Ahnung. Wollte ich nicht. Liebe Zuschauer, verzeiht's mir. David gibt mir nicht genug Kommunikation. Es ist nicht genug Kommunikation zwischen unseren Computern zu, dass ich ohne Probleme spielen kann. Was wunderbar, so kann ich dir die Schuld super in die Schuhe schieben. Ja, ist geil, ne? David ist schuld. Aber wir kommen wieder komplett vom Thema ab. Also wir hatten über den LS gesprochen, über den LS19, was gewünscht wird von der Community. Es wurde von einem Modder gefragt, ob es wieder mit großen Sprüngen zu rechnen ist, was natürlich Giants natürlich nicht irgendwie zugeben konnte oder sagen, ja, hier, wir erfinden das Rad neu. Was gesagt wurde und was ich ein sehr, sehr schöner Zug wieder fand, wo man auch wieder sieht, dass die Mitarbeiter von Giants beziehungsweise das Unternehmen Giants selbst wieder sehr, sehr stark und sehr, sehr gut mittlerweile auf die Community geht. Und zwar, sie haben vorgeschlagen oder sie haben es generell vor, dass es definitiv Guidelines geben soll, beziehungsweise so eine Art Tutorial. Das und das müsst ihr machen, um in Mod aus dem LS5-17 in den LS19 zu holen. Das gab es ja im Endeffekt für den 15er auch schon, ne? Und für den 17er. Genau. Und ich glaube sogar auch schon für den 13er.
da war Giants eigentlich immer hinterher. Eigentlich haben sie es, glaube ich, in dem Punkt nur einmal mit der Community, mit dem Modern so ein bisschen versaut gehabt. Nämlich im 15er dieses Script-Doku. Die hatte irgendwie... Spät. Die kam, glaube ich, anderthalb Jahre nach Release oder so. Ja. Da waren viele sauer. Ansonsten hat das ja eigentlich immer super geklappt. Es gibt ja ganze Bücher, Modding für Dummies, Tutorials von den Leuten, ne? Die sind... Hast du da mal reingeguckt in das Buch, Modding für Dummies? Nee, habe ich aber hier liegen. Der Name schreckt mich ab. Ja, diese für Dummies Bücher waren ja gar nicht so schlecht eigentlich, oder? Ja. Nee, das gibt's ja für Sprachen und alles. Ja. Ja. Das haben wir. Es gibt echt so viele Sachen und desto mehr man drüber redet, desto mehr fällt einem dann noch auf, was in dem Zusammenhang noch so gesagt wurde, ne? Aber was auch so ein kleines Ding ist, was wir ja auch mitbekommen haben, Giants hat wieder kräftig Leute eingestellt fürs Fragen- und Antworten-Team. Zum einen also für Forenarbeit, Support und so ähnlich, Social Media. An dieser Stelle Grüße an Lars. Genau, schöne Grüße an dich. Und es gab wohl auch Zuwachs beim Thema Sound. Sprich, der Tobias Räuber, der das Sounddesign, glaube ich, für den LS17 noch alleine gemacht hat, hat jetzt zwei Kollegen. Genau. Zwei Kollegen, ne? Genau, es wurden jetzt zwei andere Sounddesigner, sage ich jetzt mal, eingestellt. Und das ist ja beispielsweise wieder was, wenn wir hier die Spekulatius rausholen. Ja, das sagt auf jeden Fall, dass da auf jeden Fall für den LS19 kräftig was gemacht werden soll. Ja, da also kann man auf jeden Fall mal mitrechnen. Quasi allein gemacht. Jetzt habe ich dich unterbrochen, sorry. Ich habe nur gesagt, dass man damit dann auf jeden Fall rechnen kann, wenn sie in der Richtung auch das Team vergrößern. Und dann gleich doppelt. 200% mehr. Ja. Gut, Tobias ist ja einer von den wirklich aller Ältesten im Team. Also nicht vom Alter her, da weiß ich es nicht genau. Ich glaube nicht. Sondern halt auch jemand, der seit dem 9er, meine ich, dabei ist. Ja. Und dann macht die Arbeit gut. Also ganz ehrlich, die Grätsche, die er hinbekommen hat, zwischen den Traktoren, wie sie in Wirklichkeit sich anhören, langweilig, zu die, wie sie im Spiel dargestellt werden, muss ich immer noch sagen, das ist immer noch eins der größten Highlights für mich persönlich. Ja, ich finde es auch immer interessant, wie die Meinungen da auseinandergehen. Boah, der klingt so realistisch, sagen die einen. Der andere, boah, ey, mein Nachbar hat den, finde ich scheiße. Der klingt ganz anders. Aber in der Wirklichkeit hörst du die nicht mehr. Die haben nicht mehr die Klänge wie früher. Du hast einen Traktor angemacht und warum, also wirklich, die waren voll da, sondern mittlerweile ist das halt, wie gesagt, durch die Weiterentwicklung der Motoren und der Abgasanlagen, hörst du dann nur noch ein Pfeifen, wenn die anziehen. Ja. Das war's. Nur auch den Lüfter. Genau. Ich fahre jetzt mal ganz dreist durchs Silo, das andere Feld. Aber ich bin gerade schon ein bisschen in den Bach gefahren. Aha. Naja. Aber was wie gesagt auch wieder Thema war oder ist, generell immer Verbesserungswünsche der Community für den Helfer. Ganz klar. Und zwar dahingehend, dass der Helfer nicht nur auf den Feldern unterwegs ist und das Ganze funktioniert, sondern dass der Helfer auch im Straßenverkehr als Abfahrhelfer genutzt werden kann. Und das kriegen sie auch schon hin. Nur bei der mobilen Version. Ja, genau. Beim Handy geht's. Aber da, wie gesagt, besteht die Hoffnung unsererseits, dass da am LS19 vielleicht auch das eine oder andere umgesetzt wird. Und gerade zu dem Thema Helfer und manuelle oder automatische Kurse, Autotraktor etc. pp. Gab es auch einen sehr, sehr interessanten Vortrag. Und das ist quasi die Überleitung, die ich die ganze Zeit gebraucht habe, um an David zu übergeben. vorher noch die Frage. Jetzt mache ich es auch noch kaputt. Auf welchen Feldern warst du jetzt schon? Ich war jetzt auf der 4 und auf der 3. Okay, dann mache ich jetzt 2 und 5. Ein sehr, sehr, sehr geiler Vortrag. Ich musste auch... Ja, also es heißt ja auf der FarmCon, wir dürfen... halt Ausschnitte zeigen, wir sollen keine ganzen Vorträge machen, weil Giants die normalerweise selber noch vorstellen wird auf ihrer Webseite, gibt es die dann irgendwie zum Download, so war es zumindest beim letzten Mal, ich denke mal, dieses Mal wird es wieder so sein und die haben ja jetzt sogar dafür extra so ein Filmteam dann immer engagiert, was nur die Vorträge filmt und das ist ja eigentlich auch ganz gut,
möchte man dann ja auch nicht reinfuschen. Aber beim Horsch-Vortrag habe ich dann doch, glaube ich, einen 2-Minuten-Schnipsel oder so ins Video eingebaut. Also relativ lang. Einfach, weil ich den sehr, sehr faszinierend fand. Also der war sehr, sehr geil vor allen Dingen vorgetragen. Und es ging um Control Traffic Farming. Um das Ganze mal ein bisschen vereinfacht auszudrücken, worum es da eigentlich geht. Es geht darum, effizient die Fläche mit möglichst wenig Bodenverdichtung, sprich möglichst wenig Fahrgassen, sag ich mal, abzudecken. Man kennt das ja jetzt, also es gab da verschiedene Folien. Wenn man jetzt anfängt, man hat einen Grubber mit 3 Meter oder so, ne, dann fährt man ja schon relativ oft übers Feld, dann hat man vielleicht eine 6 Meter Sämaschine oder eine 5 Meter Sämaschine und dann kommt der Düngerstreuer, vielleicht nochmal die Spritze, vielleicht auch das Güllefass und was nicht alles da noch drüber bewegt wird. Und dann kommt irgendwann der Drescher und die Abfahrer und tatsächlich deckt man wohl innerhalb von einem Jahr, ich glaube 99% sogar der Fläche ab, ne? Genau. Also dass man quasi über, wenn man da 100 Hektar stehen hat, über 99 Hektar davon ist ein Reifen gerollt. Was wirklich eine heftige Zahl ist, hat mich dann im Vergleich auch so ein bisschen erschrocken, aber es stimmt ja irgendwo, ne? Das ist schon heftig. Ja klar, gerade wenn du mit unterschiedlichen Arbeitsbreiten ein Feld bearbeitest. Ja, und ja genau, dieses Control Traffic Farming geht dann halt in die Richtung, dass man quasi GPS-mäßig seine Wege auf dem Feld hat, quasi wie so Schienen auf dem Feld, wo der Zug drüber fahren würde, nur dass da im Endeffekt dann immer die Arbeitsbreiten drüber fahren und zwar müssen die Schlepper dann eine Spurweite von 3 Meter haben. Das ist ja ziemlich breit. Aber das hat einfach den Vorteil, alle Geräte haben 3 Meter. Damit ist das der Standard für die Fahrgasse quasi. Und alle Anbaugeräte sind halt so gestaffelt, dass du 3, 12, 18 Meter hast. Und dann theoretisch halt noch größer, 24 Meter, 30 Meter. Oder? Ja, genau. Immer durch 6 halt, ne? Und dadurch kannst du dann halt alles wirklich auf diesen Fahrgassen machen. Was dann auch so weit ging, ich glaube, er hat erzählt, Klaas hat darauf auch ein bisschen reagiert und die Schnecken, beziehungsweise die Rohre an den Dreschern länger gebracht, damit man halt von der einen in die andere Fahrgasse quasi abladen kann. Sprich, die Abfahrer bei der Ernte fahren auch in denselben Gassen, wo vorher gegrubbert, gesät und gedüngt wurde. So verdichtet man dann nur noch, glaube ich, knapp 10% der Fläche. Genau. Und hat somit auf den übrigen 90% einen wesentlich höheren Ertrag. Aber das ist wohl ziemlich unverbreitet, weil es halt auch teurer ist, ne? Man kann sich ja vorstellen, wenn ich jetzt als kleiner Unternehmer, als kleiner Hofbesitzer anfange, ja, ich brauche erstmal 3 Meter Spurweite, also 3 Meter breite Maschinen. Und dann brauche ich die Sämaschine bitte alle mal in 6 Meter, beziehungsweise eigentlich, desto größer, also auf 6 Meter, eigentlich würde ja 12 Meter oder so dann erst so richtig Sinn machen, ne? Ja, klar. Aber wie gesagt, das, also direkt könnt ihr euch das so vorstellen, dieses System, der Herr Horsch, also Michael Horsch, vorgestellt hat, es ist eine Mischung, wenn ich das jetzt ins Spiel integrieren würde. Ist das eine Mischung aus den Mods oder aus dem Helfer von Giants, Curseplay und was war das dritte? Autotraktor? Die Mod Autotraktor? Das sein, ja. Und das war halt sehr, sehr interessant, weil Herr Horsch hat in dem Vortrag es hinbekommen, was darzustellen, was im Spiel vorhanden ist durch 3 Mods, was im realen Leben es aber noch nicht so wirklich gibt. Und da gibt es halt so die oder andere Überlegungen von Herrn Horsch mit den Entwicklern von Giants zusammenzuarbeiten und vielleicht dort Fortschritte zu erzielen, beziehungsweise mit fähigen Moddern. Ja. Er hat auch ganz unverblümt im Vortrag gesagt, wenn hier Modder sind, die sich damit identifizieren können, beziehungsweise die mit dem Thema schon die Erfahrung gemacht haben und dem Thema nicht abgeneigt sind, er sucht immer fähige Leute. Ja. Also seid, wenn ihr da draußen jemand seid, der auch gerne moddet, Ahnung hat, gerade von dem Thema Scripting und Entwicklung, Herr Horsch sucht jemand, der mit ihm den Landwirtschaftssimulator spielt. Also so hat er es nett formuliert. Da könnt ihr euch gerne bei Herrn Horsch melden, beziehungsweise bei seinem Unternehmen. Fähige Leute werden da in jedem Fall gesucht. Falls es mit der
Werbung bei Giants noch nicht so wirklich geklappt hat. So. Also wie gesagt, der Mann kann es wirklich gut ab. Es war einer der besten Vorträge. Ich würde sagen, von der Vortragsart her dieses Jahr der beste. Ja. Und es war auch nicht langweilig. Also nee. Mann. Überhaupt nicht. Du merkst direkt, wenn der anfängt, den Vortrag oder mit dem Vortrag vorzutragen, der ist da Feuer und Flamme. Du merkst richtig, das ist was, das den bewegt. Er möchte da weiterkommen. Er hat seine Visionen und so vermittelt er es auch. Also der wirklich überzeugt dich damit. Ja. Und man kann es wirklich um so ein Thema, wo ich am Anfang gedacht habe, boah, also ob das mich jetzt interessiert, hast du nachher so, du warst hellwach, du hattest 1000 Fragen, 1000 Ideen und es war wirklich ein sehr, sehr guter Vortrag. Und er hat es gleichzeitig auch geschafft, die Fragen gut zu beantworten. Also am Ende gab es kaum noch Fragen, obwohl man sich zwischendurch viele Dinge gefragt hat. Aber die hat halt alle direkt quasi auch beantwortet innerhalb des Vortrages. Richtig, ja. Also wirklich einer der besten Vorträge. Letztes Jahr war mein Highlight ehrlich gesagt Tobias Räuber, Sounddesign. Der Meisterbäcker von den Giants Backwaren. Ne? Das war auf jeden Fall gut. Ich fand auch, also Manuel Leitner war dieses Jahr gut, haben wir, glaube ich, vorhin schon mal gesagt. Dafür, dass er ja ein Thema hat, was jetzt nicht gerade sehr beliebt ist, begeisternd ist, hat er das auf jeden Fall schön verpackt. Aber ich sehe auch gerade, wir haben auch unsere Folge ganz gut in eine Übergröße verpackt. Wenn man einmal drin ist, ne, dann ist das immer... Ja, das ist furchtbar. Schlimm. Ja, also heute mal eine kleine, etwas längere Folge. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.